Die Immobiliensuche in OnOffice Enterprise gehört zum Standardwerkzeug eines Immobilienmaklers. Hier trifft das Angebot der Kunden des Maklers und der Immobilienwunsch der Interessenten aufeinander. Eine Suche nach den Suchkriterien des Interessenten ergibt bei Übereinstimmung natürlich sehr schnell ein Ergebnis und kann zusätzlich nach bestimmten Kriterien verfeinert werden. Es ist aber auch möglich, über die angefragte Immobilie hinaus noch Angebote auszulösen. Viele Ihrer Kollegen arbeiten mit dem Tool, das ja standardmäßig in Ihrer OnOffice Enterprise vorhanden ist, aber jeder arbeitet anders damit und nutzt das Immo-Matching nach seinen eigenen Bedürfnissen. Mal hochkomplex für große Bauvorhaben, mal einfach für Standardimmobilien, mal manuell angelegt oder sogar komplett automatisiert. Mit dem einen Ziel, den Suchenden und Interessenten die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und auch Strategien, wie mit Suchanfragen umgegangen wird. Wir als Partner der Makler empfehlen einen sorgsamen Umgang mit den Kunden und Interessenten. Deshalb ist es wichtig, dass der Immobilienmakler sich mit dem Suchenden auseinandersetzt und die Möglichkeiten der Gesprächsaufnahme bestmöglich nutzt. Um nicht jeden Datensatz zu kontrollieren, ob alle vertragsrechtlichen Grundlagen gefüllt sind, kann die Suche angepasst werden, zum Beispiel eine Selektion nach Widerruf bestätigt oder Download des Exposé. So kann der betreuende Makler den Interessenten direkt anrufen und mit ihm seine Wunschdetails klären. Das ist ein sehr schöner Anlass, seine Interessenten direkt anzurufen und dabei vielleicht sogar die jetzige Wohnsituation abzuklären. Eventuell besteht ja Interesse der Veräußerung der bewohnten Immobilie. Und von der positiven Reputation mal ganz abgesehen. Mit dieser Methode können Sie Interessenten von Ihrer Leistung begeistern und langfristig an sich binden, denn wenn Sie OnOffice effizient nutzen, dann profitieren Sie von Klasse statt Masse. Wenn sich ein Interessent bei Ihnen meldet, um sich nach Ihrem Objektangebot zu erkundigen, ist es das Einfachste, die Frage direkt über OnOffice Enterprise zu beantworten. Bei Portalanfragen wird das sogar automatisch gemacht. Der Kontakt kann automatisch mit einem vielleicht auch aufgeweichten Gesuch angelegt werden. Die prozentualen Abweichungen bestimmen Sie dabei selbst. Dadurch entsteht ein Automatismus, der den Arbeitsalltag eines Immobilienbüros enorm erleichtern kann. Für viele Immobilienbüros ist trotz der möglichen Automatisierung der Kundenkontakt das A und O. Egal, ob das der Kontakt im Ladenbüro ist und sich zwanglos über eine Immobilie informiert wird oder ob es eine direkte Anfrage zu einem inserierten Objekt ist. Der Interessent kann über die OnOffice Enterprise zur Verfügung stehende Adressvervollständigung den Suchwunsch selbst eingeben und auch bearbeiten. Im direkten Gespräch hingegen legen Sie ein Gesuch manuell an und geben anschließend die Adressdaten dazu ein, wenn möglich inklusive E-Mail-Adresse. Generell kann zu jeder Adresse sofort ein Immo-Matching abgefragt werden und in der Folge als Maklerbucheintrag hinterlegt werden. Über das One-Click-Exposé können Sie dem Interessenten sofort das Exposé übersenden. Holen Sie sich das Feedback beispielsweise telefonisch ein, kann hier direkt eine Aktivität für das Maklerbuch hinterlegt werden. Soweit, so gut. Aber wie wäre es, wenn Sie daraus einen Sales Funnel erstellen? Separieren Sie die Spreu vom Weizen und warten nicht lange passiv auf das Ausfüllen der Daten, sondern werden in der Kundenansprache einfach noch aktiver. Wann haben Sie zuletzt einen Interessenten direkt angerufen, nachdem er alle wichtigen Daten ausgefüllt hat? Sprechen Sie mit ihm oder mit ihr über das passende Immobilienangebot. In vielen Fällen sind die Interessenten bereit, auch eine andere Immobilie mindestens zu besichtigen. Was sind die K.O.-Kriterien? Wo gibt es mögliche Abweichungen? Und wo sind die weichen Faktoren? All das kann in einem persönlichen Gespräch erkannt werden und damit die Suchanfrage noch besser präzisiert werden. Gleichzeitig wird die Adresse um ein Vielfaches besser qualifiziert. Und ganz nebenbei erhalten Sie mit geschickten Fragen weitere Informationen und können gleichzeitig akquirieren. Entweder die bewohnte Immobilie beispielsweise oder andere Leistungen, zum Beispiel Finanzierung, Wertermittlung, Gutachten etc. Ihr Kunde hat bereits den Schritt auf Sie zugemacht, indem er alle Daten ausgefüllt hat. Nun sind Sie dran. Nutzen Sie OnOffice effizient und erreichen Sie dadurch mehr Qualität der Kontakte,
aber auch zufriedene Kunden und Interessenten. Das Immo-Matching kann in OnOffice Enterprise über verschiedene Wege ermittelt werden. Zum einen automatisch oder aber auch durch eine manuelle Zuordnung. Wenn Sie Ihre Interessenten anrufen, erhalten Sie wertvolle Informationen zum Suchwunsch und können dies im Immo-Matching berücksichtigen. Definieren Sie mit dem Interessenten gemeinsam seine K.O.-Kriterien oder fügen weitere Kriterien hinzu. Wenn der Suchende zum Beispiel mehrere Schlafzimmer benötigt, so kann das hinzugefügt werden. Insgesamt sind Sie nicht an die eine Suche gebunden, sondern können mehrere Suchwünsche und Suchen hinterlegen. Im Ergebnis werden die passenden Immobilien angezeigt und deren prozentualer Wert der Übereinstimmung. Soll das Angebot ausgelöst werden, kann entsprechend eine E-Mail oder direkt ein Exposé-Versand versendet werden. In der Folge kann diesem Vorgang auch eine Beratungsebene vergeben werden, um den Status der Verhandlungen auf einen Blick zu erfahren. Oder Sie drehen den Spieß einfach um. Rufen Sie Ihre Interessenten zu einem Immobilienmatching an und stellen die Immobilie persönlich am Telefon vor. So können Sie direkt aus dem Datensatz der Immobilie heraus eine Aktivität mit dem entsprechenden Maklerbuchantrag anlegen. Selbstverständlich können Sie auch von hier aus eine Mail versenden. Im Modul Immobilien befindet sich bei jedem Objekt der Reiter Interessenten. Diese Ansicht ist hochinteressant, denn hier werden alle potenziellen Kunden aufgelistet und deren Beratungsebene und Status, je nach Filter, in den Reitern. Von hier aus kann der betreuende Makler verschiedene Aktionen durchführen. Sollten die Reiter mit den Standardfiltern nicht ausreichen, können weitere Reiter mit spezifischen Abfragen angelegt werden, zum Beispiel bestätigter Widerruf. Sobald in dieser Liste Adressdaten auftauchen, können diese vom betreuenden Makler abgearbeitet werden. Für das effektive Telefonieren ist eine Selektion nach Exposé-Download zum Beispiel interessant, um die Interessenten herauszufiltern und nachzuhalten, die bereits das Exposé heruntergeladen haben. Aus dieser Aktion heraus können direkt Aktivitäten und Einträge im Maklerbuch vorgenommen werden und sorgen damit nicht nur für eine lückenlose Protokollierung, sondern auch für eine prozessoptimierte und schnelle Kundenbetreuung ohne Streuverlust. Auch wenn die Immobiliensuche ein Standardwerkzeug in OnOffice Enterprise ist, so kann man es doch ganz unterschiedlich einsetzen und anwenden. Wenn Sie das Immo-Matching und damit OnOffice noch effizienter nutzen, erreichen Sie damit ein Plus an Service, ein Plus an Kundenkontakt, ein Plus an Kundenzufriedenheit und ein Plus an individuell herbeigeführten Abschlüssen, sowohl in der Vermarktung als auch in der Akquise. Falls Sie weitere Informationen rund um die Immobiliensuche und das Immo-Matching benötigen, klicken Sie in Ihrer OnOffice Enterprise im Menü auf das Fragezeichen und hier auf Online-Hilfe. Im sich öffnenden Fenster dann das Modul Adressen auswählen und im Menü, das hier erscheint, unter Adress-Detail-Ansicht finden Sie die Immo-Suche. Außerdem findet man im Modul Immobilien im erweiterten Menü unter Immobilien-Detailansicht ebenfalls hier den Bereich Interessenten. Denn bei Adressen sucht man die entsprechende Immobilie und bei der Immobilie sucht man die entsprechenden Interessenten. Des Weiteren empfehlen wir Ihnen den Blick in unsere Webinarveranstaltung und natürlich auf die Webinarliste bei YouTube. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei OnOffice effizient nutzen.